Seit gestern gilt das Dieselfahrverbot auf dem mittleren Ring. Das heißt, alle Dieselfahrzeuge mit der Schadstoffklasse Euro 4 oder schlechter dürfen dort nicht mehr fahren. Die neue Regelung verärgert vor allem die Betroffenen, die selber ein altes Dieselauto haben. Ich bin nicht dafür, weil ich fahre selber einen Diesel und ich habe einen langen Arbeitsweg und dafür muss ich jetzt müsste ich mir jetzt ein neues Auto kaufen. Leider kann ich das nicht machen, weil das Geld dafür fehlt. Also ich finde es schon immer gut, dass man sich um die Luftreinhaltung kümmert. Ob das Dieselfahrverbot dafür notwendig ist, das glaube ich nicht. Ich habe mir ein neues Auto extra gekauft. Wegen? Ja, weil ich nicht mehr reinfahren darf in die Stadt. Ich muss reinfahren, weil meine Knie sind schlecht. Also was bleibt mir anders über? Bis ich mit den öffentlichen Mitteln in die Stadt reinkomme, habe ich ein Problem. Jetzt gerade herrscht eine sogenannte Schonfrist. Das heißt, wenn die Polizei ein Dieselauto aufhält, wird der Fahrer mit der neuen Regelung nur aufgeklärt. In ungefähr 2 Wochen wird die Polizei jedoch Verwarnungen aussprechen. Sollte man dann trotz Verbots mit seinem alten Dieselauto fahren, müssen die Münchner tief in die Tasche greifen. Insgesamt beträgt die Strafe 100 Euro. Wir machen ja Kontrollen im fließenden Verkehr, entweder einfach eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle oder aber wir stellen irgendwas fest, weil jemand zum Beispiel mit dem Handy telefoniert oder betrunken wirkt oder nicht angegurtet ist. Und wenn das dann noch ein Fahrzeug ist, was in diese Kategorie fällt, dann schauen wir uns natürlich auch die Schlüsselnummern an. Das ist halt ein Teil von möglichen Kontrolloptionen, die wir im Verkehrsbereich haben, die wir halt mitkontrollieren. Das ist kein neuer großer Schwerpunkt für uns. Das ist, wie gesagt, ein kleines Detail, was man rechtlich mit berücksichtigt. Achtung, auch parkende Autos werden in der Umweltzone kontrolliert. Doch auch hier beginnen die verschärften Kontrollen erst in ein paar Wochen. Es ist natürlich jetzt wichtig, Einzelausnahmen zu genehmigen. Also wenn man nicht ausgenommen ist, ist es nötig zu prüfen, ob man eine Einzelausnahme bekommt. Die muss dann bei uns, beim Kreisverwaltungsreferat, beantragt werden. Man bekommt eine Bestätigung, dass man diesen Antrag gestellt hat. Den muss man jetzt in der Übergangszeit gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen. Die Anträge für Sondergenehmigungen sind im Internet zu finden. Den ausgefüllten Antrag bearbeitet dann das Kreisverwaltungsreferat.